Wenn wir nicht handeln, wird er in Kürze fallen. Ihr müsst bis zu seiner Aktivierung die feindlichen Streitkräfte abwehren. Krieger, macht euch bereit zur Verteidigung. Unser Gegner wird in Kürze zuschlagen. Moin moin Leute. Bisschen StarCraft 2 runter. Wir wollten mal was Neues probieren. Also neue Helden, wir haben das schon ein bisschen gespielt. Alles. Und deswegen mögen wir die Mission hier auch nicht. Was heißt hier, ich und der alte Typen da. Hier, ne? Gumball. Ja. Ich spiele Kerrigan, ich spiele Karax. Ich kann irgendwas mit der Speer der Adun machen. Was heißt denn, ach so, diese Strahlen oben? Naja, nicht nur das, sondern ich habe irgendwie auf Level 8 und 12 krieg nochmal was irgendwie. Ja, auf Level 8. Der was musst du jetzt machen? 6 Sekunden. Das wollen wir machen, machen wir nicht. Genug Vespingas habe. Das ist die schlimmste Mission. Scheiß Tempel verteidigen. 25 Minuten. Und vor allen Dingen, wir haben ja nicht mal. Ich meine, Karax ist ja defensiv, aber er ist halt. Er hat diese geilen Türme, kann ich noch nicht bauen. Er ist auf Stufe 3. Das ist eigentlich eine komische Solarschmiede, oder? Das kann ich. Ja, damit kann ich die Speer des Adun verbessern. Ich kann es noch verbessern zwischendurch, oder? Ja. Okay, ja. Korrekt. Ich hoffe ja, dass die erst kommt, wenn Kerrigan geschlüpft ist. Ja, dann hast du ja OP-Verteidigung. Das erste, ja. Oh Mann. Kann ich denn bauen? Wo? Es sieht so aus, als ob der Feind sich auf uns zubewegt. Dann nicht jetzt, ich bin noch nicht fertig. Gebührenden Empfang. Oh. Also jetzt Säckchen gebaut, oder? Das wird aber auch gut. Okay, ich hab schon mal eine Königin, die kann ein bisschen mit. Ich hab leider noch gar nichts, ich kann so einen Orbitalschlag machen, ja. Ja, jetzt mach ich hier gleich Zäckling gegen Zäckling, oder? Warte. Da kann ich gleich so weit ausbreiten und dann geschlagen werden. Ich will noch ein bisschen verteidigen können. Diese Zerg müssen daran erinnert werden, wer ihre Königin ist. Oh, ja. Hast du den Orbitalschlag verwendet, oder? Nö. Warum hab ich denn nur gegen einen Zäckling gekämpft? Achso, ja, ich hab. Gegen ein paar habe ich schon weggemacht, ja. Achso, ich hab zwei. Auch Warp-Technologie. Ja, ich brauche ja einen Bau, weißt du. Ich bin jenseits des Todes. Ah, Kerrigan, easy peasy. Wie macht das, sagst du? Dieser Krieger ist erst so. Upgrade durchgeführt. Okay. Ich brauch den Zirkel erzielt. Ich kann bei mir oben Kanonen bauen, also von mir links so gesehen. Dieser Krieger ist erwacht. So, erstmal Warp-Technologie bauen. Jetzt kann ich endlich hier Touristen bauen. So, Zirkel der Zwielicht. Güterlisten bauen. Und dann erstmal einen Zweck. Wie lautet euer Begehr? Geht
Aktivierung des Tempels schreitet voran wie geplant. Lasst jetzt nicht nach und verteidigt diese Position. Naja. Oh, das ist jetzt aber doof. Aber das. Fuck, der ist mir ausgewichen. Er hat schon ein bisschen zu verändert. Ja? Okay. Ihr benötigt mehr Vespingas. Damit ich brauche mehr Vespingas. Also ich brauche zumindest. Ist ja easy alle weg. Ja, ein guter ist auch 100 Vespin da. Das geht doch klar. Ne. Das ist viel zu viel, ey. Upgrade durchgeführt. Ein leeren Moloch beschießt den Tempel. Ihr müsst so ihn aufhalten. Ach ja, stimmt. Die kamen wir auch noch. Da war ja was. Da war der Kind. Ich hab leider keine Vision auf ihn. Ich bin nur ballern. Jetzt schon. Ja, nö, ich passt schon. Okay. Dauert zwar ewig, aber... Hup. Ich hab kein Vespinger, keine Mineralien... Okay. Oh, ich kann Kevin sogar eingraben. Ist ja lustig. Okay, ich deck links zu rechts. Also ich deck meine Seite zu deiner. Die Zenitsteine in der Nähe werden zunehmend instabil, so sehr es nicht schmerzt. Doch ich muss euch empfehlen, sie zu zerstören. Es schmerzt ja anscheinend ziemlich. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Hybriden entdeckt. Position wird markiert. Hybriden entdeckt? Nun. Dann werden wir uns eben darum kümmern müssen. Easy, Alter. Zeitschleife aktiviert. Unsere Gebäude sollten nun deutlich schneller forschen und produzieren. Oh, Leute. Was hast du denn gemacht? Achso, das ist. Ja, dass wir uns in einer Zeitschleife befinden. Und für kurze Zeit. Naja, schon wieder vorbei. Basis wird angegriffen. Oh, immer dieser. Schießt du denn? Ja, so einen scheiß Zergling krieg ich tot. Achso, ich wollte nicht angegriffen, aber was soll das? So. Fuck, da sind Mutalisken. Fuck, ich kann nichts gegen Mutalisken machen, du. Kannst du mal fix Kerrigan rüberschicken? Obwohl, kann ich die so angreifen? Ja, kann ich. Okay. Ich hab noch keine Kanonen, weißt du? Die brauche ich jetzt erst. Achso, wollen wir diese Dinger noch zerstören?
Also ich find's schwer, erstmal. Ja, also ich hab aber es dauert ewig. Dagegen zu machen. Ich könnte meine Mutter als Hund schicken, aber es würde ewig dauern. Amons Schoßhündchen. Oder als wenn ich ganz versuchen würde. Lass sie den Zorn des Schwarms spüren. Dieser Krieger ist erwacht. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Alter. Raumportal, ich bin hier. Alter, ich hab so ein fuck Piepen immer auf dem Ohr. Alter, wie viele kommen denn hier noch? Amon hat einen Lehrer nur noch herbeigerufen. Solange diese Kreatur am Leben ist, kannst du da was gegen machen? Ja, ich kann's versuchen. Also bei mir, aber ich muss heute noch die anderen abwehren. Das ist ein Stacking. Ja, kriege ich schon irgendwie hin. Ja, diese Zerklinge, diese einzelnen, die immer durchrennen und immer. Ja. Halt und gibt es. Ja, ist echt so. Upgrade durchgeführt. Okay, was? Amon hat einen Angriff auf den Tempel begonnen. Wir müssen ihn verteidigen. Verstanden. Hat er das? Dieses Ziel hat oberste Priorität. Der Feind wird gerichtet. Ach, die Schulter. Dieser Krieger ist erwacht. Na, okay, ich kann nur was gegen den Bodendruck machen. Nein, wir machen eh nichts. Also wenn sie noch da sind, können wir töten. Ach ja. Alter, diese fucking. Wie der immer durchrennt, diese Scheiße, die Basis eurer Verbündeten ist. Wir orben feindliche Landekapseln. LOL. Auf meinen Sonden. Feindliche Landekapseln entdeckt. Leute, ich werde von mir wieder oben an. Ja, ich komme, ich komme. Du hast nur voll Strecke. Momentan. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ich habe außerdem einen Koloss, ja. Problem ist halt, dass ich keiner Dings bauen kann momentan. So. Amon greift den Tempel mit einem leeren Moloch an. Wir müssen dieses Ungeheuer vernichten. Ich brauche nur Vision drauf und das Ding ist weg. Gebt mir ein Ziel. Ich hab leider keine Vision, aber wäre nett, wenn du da irgendwie einen so Mutalis ja, Alter, was hast du denn da für eine ja! Die kommen da nicht durch. Ja, ja Vision. Alter, oh. Wie viel hören die Dinger ganz gut ab? So viel Energie ich hab. Alter! Ja! Wie viel kostet denn ein Einsatzstrahl? Lol. Und du hast 200 maximal oder was? Ja. Krieger, sag wachsam. Und dank dieser Solareffizienz Stufe 2 regeneriere ich alle 6 Sekunden auch mal ein bisschen mehr Energie. Alter. Charakter ist aber auch ganz schön. So,
So, guck dir jetzt mal meine Verteidigung an. Easy peasy. Ja gut, mit diesen Energie-Dingern da noch zwischen die Schilde wieder upgraden. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Dieser Krieger ist erwacht. Gib mir ein Ziel. Oh Gott, ey. Ja, so langsam wird das mit den Motoristen auch was. Von der Anzahl. Die upgrade ich auch dauernd schön. Was? Deine Motoristen. Gott, ich hab keine Pylonen. Machst du um? Achso, ich merk schon, dass da mit deinen Hütten nicht kommt. Auch allgemein nicht, außer Phoenixe. Kann ich nichts bauen. Du kannst doch noch diese Träger bauen. Ja, die sind gerade in der Produktion. Weil da hat mein Koloss zerstört. Feindliche Landekapsel entdeckt. Scheiß Landekapseln, Alter, wie viele? Upgrade durchgeführt. Amons Streitkräfte greifen den Tempel an. Alter, ich weiß gar nicht mehr, wo ich muss. Upgrade durchgeführt. Ah, erstmal hier an Ultralüssen stationieren. Wir werden bald stehen. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Cool. Träger eingetroffen. So, jetzt kommen meine ersten Träger. Noch meine einzigen Träger, weil mein Flottensignal ist zerstört worden bei dem Zergangriff. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Hart aus. Hauptsache kein Kerrigan eingraben, Alter. Könnt ihr zwar nicht bewegen, oder? Haltet durch, Krieger. Die Zeit ist fast abgelaufen. Fahren, dieser Krieger ist erwacht. So, lass uns mal versuchen, diese scheiß Nietsteine anzugreifen. Soll ich? Okay, ich mach den rechten Klick. Innerhalb von. Vernichtet sie, so schnell ihr könnt. Kannst du auf dem Weg gleich noch den Emolok hören? Danke. Erstmal den Scheißstein. Wir haben dich vorbildlich geschlagen. Zwei Zenitsteine müssen noch unschädlich gemacht werden. Ja, eigentlich nur noch einer. Das wird auch sein. Kriegst du den Moloch da oben? Ne, den krieg ich tot, aber dann müssen wir auf den zweiten müssen wir zusammen gehen. Das ist fast schon hinter. Den Stein krieg ich auch. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie sich hier frei bewegen. Solange du oben defendest, ist alles gut. Herr Oberleutnant. Ja, easy peasy, dann ist mich schon innerhalb von einer Minute. Der Sieg ist unser. Basis eurer Verbündeten wird belagert. Oh, da ist Kerrigan eigentlich. Der Tempel wird angegriffen. Alter, Gott, hab ich nicht aufgepasst. Diener, das verteidigt das gut. Ziel mit euren Leben. Die Zerstörung der Zenitsteine schmerzt mich. Doch es war unerlässlich. Es war unerlässlich. Kinderspiel. Meine Mutteristen sind nach einem Stein zwar immer fast tot,
weil der AOE Damage macht, aber die haben die Fähigkeit, sich außerhalb des Kampfes mega krass zu heilen. Tja. Also sind die einfach mal wieder full life innerhalb von 2 Sekunden. Oh, bei mir kommt eine Angriffswelle. Naja, bei mir kam eine Angriffswelle. Ja, CD in 1 Minute. Ja, die kommen eh nicht durch meine Photonkanonen durch. Gib dir das. Ich war gerade nur mega. Ob ich überhaupt auf meine Base geachtet gerade. Egal. Du brauchst das auch nicht, ne? Ja, 30 Sekunden. Easy peasy. Deine Bemühungen sind vergebens. Da ist Kerrigan schon wieder. Ist sie gestorben? Ja. Cool. Ja, ich hab sie gegen irgendwie 2 Hybriden und so in den Kampf geschickt bei meiner Base. Oh. Der Tempel ist bereit. Die Aktivierung wird Arons verbleibende Streitkräfte vernichten. Cool. Ausgezeichnet. Alter, der wohl mega im Defenden. Vor allem mit dem Laserstrahl. Ja, gegen leichte Gegner ist es ganz okay, gegen so. Ja, aber kommt dem Lernmoloch. Ja, aber da habe ich ganz schön viele Strahlen gebraucht, du. Trotzdem hast du irgendwie. So, was habe ich jetzt bekommen? Erhöht die Produktionsgeschwindigkeit aller Verbündeten. Achso, die Dings wurde verbessert. Aber Level 3 könnte ich diese komischen Mumm-Dinger bauen. You know? Naja. Na gut, hätten wir das geschafft. Ja. Naja, ich sag dir erstmal Tüdelü. Okay.